Und jetzt ist es soweit. Belakor persönlich nimmt an der Schlacht teil. Als erstes bufft er seine Dämonen. Zauberei bewährt sich. Waffen materialisieren sich vor den Augen der Verbündeten des Wirkers, sodass sie Fleisch, Seele und Bewusstsein der Feinde in Stücke schneiden können. Beim Überzaubern haben wir einen Effekt auf alle. Aber einfach reicht das mal. Ah ja, leuchti, leuchti, funkel, funkel. Ist in Ordnung. Sie haben zwar wieder einen blöden Leuchtestern verwendet, aber das ist in Ordnung, wenn so ist es hier gemacht haben. So dann. Der nagende Zweifel. Der Zauber besiegt seine Feinde von innen. Ihre Seelen werden mit Zweifeln und Unrast korrodiert. Wenn man es verbessert, haben wir es auf mehrere Feinde. Zeigt sich durch so eine blauen Skelett, Schädel und Menschendinger und alles. Ich finde, das schaut relativ gut aus. Komm mal los. Die Entkräftung. Dieser Zauber schwächt den Geist der Feinde. Sie spüren die vernichtende Macht der Realität, die auf sie einwirkt. Ja, das, wenn er mal auf mehr Menschen in unserer Welt einwirken hat, das wäre eine Sache, die vernichtende Realität. Oh, okay, und da merkt man direkt, wie schwer die Realität hier auf die Bogenschützen einwirkt. Oh Mann. Ja. Die Realität ist, dass man sich bei doch einen richtigen Job suchen muss und doch kein YouTube-Star wird. Das wiegt schwer. Das entkräftet. So. Melkoths mystisches Miasma. Das kann direkt aus dem Doctor Strange Comic sein. Direkt schaden. Verringert auch die Geschwindigkeit. Wenn man es überzaubert, dann. Ja, was dann? Erhöhte Zauberreichweite. Okay, dann geht's wieder auf weitere Entfernung. Das kriegen die Boys hier vorne nochmal. Ah, ja, okay. Ähnlich wie die schwere Realität, aber unterstützt durch, oder hier mit diesem komischen schweren Regen, der auf die Leiden und mit Ei fällt. Also die Darstellung, die gefällt mir. Das schaut auf jeden Fall nach Depression und Miasma aus, was man hier sieht. Also, finde ich sehr gut. Das penumbrische Pendel. Der Zauberer beschwört ein Geisterpendel. Auf Befehl wird der Feind blitzschnell durchschnitten. Beim doppelten Überzaubern haben wir halt einen erhöhten Schaden. Aber die einfache Variante, die reicht locker.
Hier so schön, dass Oliver's davon hat. Was ich toll finde, ist, dass halt wirklich so ein Schattenpendel auch erscheint und man die Wirkung hier echt schön am Feind erkennen kann. Macht nicht zu viel Schaden, aber hinterlässt auch schöne Kratzspuren am Boden. Also optisch absolut ansprechender Zauber. Und der Herzog, der ist hier wirklich dabei, dass er einen Belakor besiegt. Und Belakor, so geschwächt, sieht nur noch eine einzige Sache. Man muss sich tief in den Kampf stürzen. Na los, hör auf, Giga, den zum Kämpfer. Wenn Belakor die Stadt nicht bekommt, dann soll sie niemand bekommen. Und so stürzt er sich in den Nahkampf und will alles beenden mit der Schattengrube. Der Magier öffnet einen Malsturm, der in die Grube führt. Was immer dort hineingerät, ist für immer verloren. Wenn man es überzaubert, steigert man den Damage, der daraus entsteht. Und das ist einer der bestaussehendsten Zauber innerhalb der alten Lehren der Magie. Und ja. Das ist ein Loch mitten in der Realität, das alles einsaugt. Im Prinzip ein schwarzes Loch. Ich liebe den Zauber. Und auch das Sounddesign ist wirklich gut. Doch am Ende wird Belakor das alles noch deutlicher. Am Ende wird der Herzog noch besiegen.